Moin moin und herzlich willkommen bei Milupa Outdoor. Heute machen wir wieder ein One-Pot-Pasta-Gericht und zwar Tagliatelle alla Milupa. Dafür brauchen wir wieder nur einen Topf und wenig Zutaten, dafür haben wir gute Zutaten. Und welche das sind, die zeige ich euch nach dem Intro. Und zwar haben wir, wie man hier sieht, erstmal Olivenöl, dann haben wir Basilikumblätter, wir haben Sahne, Pfeffer und Salz, dann haben wir gefrorenen Blattspinat. Da könnt ihr auch ganz normal nehmen, wenn ihr keinen gefrorenen nehmen wollt. Wir hatten jetzt gerade den da, deswegen nehmen wir den. Dann haben wir Parmesan, da könnt ihr aber auch einen Hartkäse nehmen, den ihr zu Hause habt. Dann eine Zwiebel, die genauen Mengenangaben stehen natürlich unten in der Videobeschreibung, da gerne reinschauen. Dann die Microplane, Salz, eine Knoblauchzehe zerkleinert und Tagliatelle. An Hardware haben wir wieder unseren Gaskocher und One-Pot nach Wahl. Da haben wir jetzt schon 2,5 Liter Wasser drin. Zu dem Salz kann man sagen, das sind 25 Gramm, also pro Liter 10 Gramm Salz. Und dann haben wir etwas Holzwerkzeug zum Umrühren und eine Kelle. Ja, das Wasser ist schon heiß, wir machen den Ofen nochmal an. Und unser Salz kommt mit dazu, das rühren wir da unter. So, und jetzt kommt ihr mal ein bisschen dichter an den Topf ran. Vielen Dank, Luca, für die Vorstellung. Ja, das Wasser kocht jetzt und wir geben die Tagliatelle, unsere kleinen Nester hier, alle rein. Hoffentlich passen die rein, die haben so viel Volumen. Aber wenn die erstmal eingefallen sind, dann wird es schon passen. Oh, es wird tatsächlich eng hier. Ja, aber das passt irgendwie. Die sollen laut Packungsbeilage jetzt 6 Minuten kochen. Wir lassen sie nur 4 Minuten kochen, denn, hoppla, die sollen noch so ein klein bisschen bissfest sein, weil die kommen ja nachher nochmal in die Flüssigkeit rein und können sich da nochmal voll saugen. Ansonsten, wenn wir sie jetzt schon komplett durchkochen würden, würden sie uns nachher ein bisschen zu sehr matschen. So bleibt das jetzt nochmal aufdrehen, den Kollegen hier. Und dann lassen wir sie 4 Minuten kochen. Die 4 Minuten sind um. Die Tagliatelle haben jetzt genau diese al dente Konsistenz, so wie sie sein sollen, die kippe ich jetzt ab und dann nehmen wir denselben Topf wieder und kümmern uns um unsere Zwiebeln und den Knoblauch. Den Dutch oben wieder rauf, beziehungsweise euren Topf, wenn ihr das in der Küche macht. Ich drehe jetzt mal auf halbe Kraft, damit uns die Zwiebeln gleich nicht verbrennen. Etwas Olivenöl rein. Und dann geben wir die Zwiebeln dazu. Ja, es kamen jetzt einige Anfragen in letzter Zeit, was wir denn hier für Schüsseln benutzen, weil die so kommen wohl ganz gut an, auch die Pastateller. Alles, was wir in unseren Videos benutzen, auch diese Sachen, verlinken wir euch unten in der Videobeschreibung. Da ist auch der Dutch Oven bei, wenn ihr, oder der Gaskocher, wenn euch das irgendwie interessiert, könnt ihr mal drauf schauen, was das Ding kann, was es irgendwie kostet oder was. Und könnt es da natürlich dann auch kaufen. Ja, das läuft. Zwiebeln brauchen nicht zu viel Hitze. Wenn die Zwiebeln jetzt so aussehen, das heißt, sie sind schon schön glasig, dann gebe ich den Knoblauch mit dazu. Ja, wir haben uns jetzt für zwei Zehen entschieden. Das waren aber auch zwei etwas kleinere. Ihr könnt auch nur eine nehmen. Wenn ihr den nächsten Tag noch arbeiten müsst oder, wie meine Tochter manchmal sagt, noch ein Date mit Knutschen habt, dann könnt ihr vielleicht gar keine nehmen. Ja, das kann jetzt auch noch eine Runde mitfahren. Und dann geben wir als allererstes den Spinat mit dazu. Der ist nämlich noch gefroren und muss sich so ein klein bisschen auflösen. Wenn ihr jetzt Spinat in roh habt, dann bitte den Spinat zusammen mit der Sahne dazu fügen. Aber meiner braucht halt noch ein bisschen. Von daher kriegt er Vorsprung. Ja, und jetzt hört man gleich, dass da kalt auf heiß trifft. Schöne Bewegung halten. So, der Spinat ist jetzt fast aufgetaut. Ein paar kleine Bröckchen sind noch drin. Das schadet aber nichts. Jetzt kommt die Sahne dazu. Und wir erhitzen alles zusammen nochmal. Anständig. Thank you.
Ja, die Sahne fängt an zu blubbern und das ist jetzt Zeit, dass wir eine Handvoll Basilikumblätter dazugeben. Ich habe jetzt versucht, möglichst die kleinen daraus zu nehmen. Die rühren wir einmal mit ein, geben nochmal anständig Geschmack ab. Und es kommt der Parmesan dazu. Und ihr hattet vorhin vielleicht gesehen, dass ich so oder dass wir so ein kleines Stückchen mit am Rand hatten. Das wollen wir nachher zum Garnieren nehmen. Das kommt natürlich jetzt nicht mit rein. Wir kippen den Parmesan da rein. Den haben wir auch mit der Microplane gerieben. Die brauchen wir auch nachher noch zum Garnieren. Und das wird alles untergerührt, der Parmesan aufgelöst und dann wird alles mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt. Ja, und dadurch, dass die Microplane natürlich den Parmesan ganz, ganz fein gerieben hat, ist der auch ratzdi-fatzdi aufgelöst. So, dann nehmen wir einmal den Telly Cherry Pfeffer. Da könnt ihr jeden anderen x-beliebigen Pfeffer auch nehmen. Ja, wenn ihr mal einen neuen Pfeffer versuchen wollt, kann ich euch den ans Herz legen. Weil, also ist einer meiner Lieblingspfeffer. Ist richtig klasse. Verlinke ich euch unten mal in der Videobeschreibung, wenn euch das interessiert. Und Salz, wenn euch das interessiert, haben wir irgendein rosa Steinsalz. Also auch was handelsübliches, ne, was ihr in jedem Supermarkt bekommt. So, gucken wir mal. Zu viel war es definitiv nicht, denn Spinat kann immer einen Haufen Salz ab. Wir schmecken das jetzt ab und wenn es so in Ordnung ist, dann ist es in Ordnung und wenn noch was dazu muss, ja, dann kommt halt entsprechend noch was dazu. Ja, es ist abgeschmeckt. Es schmeckt richtig lecker und jetzt kommt der Zeitpunkt, wo unsere Pasta wieder mit dazu kommt. So, die kippen wir mal. Hoppla, so mit dazu. Das kennt ihr sicherlich. Die muss ich jetzt erst wieder so ein bisschen entkuseln hier. Das rühren wir vorsichtig unter und erhitzen das dann nochmal, wenn sich alles anständig verteilt hat, für 2 bis 3 Minuten. Es ist fertig. Ja, und wir gehen rüber und richten zusammen unseren Teller. Ja, da ist sie fertig. Unsere Pasta. Tagliatelle alla Milupa mit Spinat und Parmesan. Richtig, richtig lecker. Ja, wir füllen uns mal wieder unseren lügenden Pastateller auf. Ja, hervorragend. Jetzt kommt nochmal die Microplane ins Spiel. Und das Stückchen Parmesan, was wir übergelassen haben. Einmal eine Runde über unsere Pasta rüber. Das muss gar nicht viel sein. Und wir machen jetzt eine Ecke hier, die wir uns schön garnieren mit dem Parmesan. So soll mir das schon genügen. Etwas vom Basilikum drauf. Und ich würde sagen, die Gäste können kommen und es kann gegessen werden. Ja, sie sind fertig, die Tagliatelle alla Milupa. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Ja, es ist wirklich ein Augenschmaus, das ganze fertige Produkt. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude dran wie wir. Ihr macht das einfach mal nach. Ja, und wenn euch unsere Videos mit den One-Pot-Pasta-Geschichten gefallen, abonniert gerne den Kanal. Da haben wir momentan einen ganzen Haufen von. Bis zum Herbst werden wir euch damit beglücken oder auf den Keks gehen, je nachdem, wie ihr denn mögt. Ja, wir werden jetzt essen, sagen Dankeschön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao.